Herr Jung und dann Herr Blank. Ja, so ein schwarzer Tag für die Pressefreiheit. Warum hat sich die Bundesregierung, können Sie das mal uns erklären, nie für die Freilassung von Herrn Assange eingesetzt? Das ist die erste Frage. Und zweitens, haben Sie das gerade ernst gemeint, Frau Hoffmann, dass man abwägen muss zwischen Meinungs- und Pressefreiheit und dem staatlichen Schutz von Geheimnissen wie Kriegsverbrechen? Das meinen Sie ernst? Es gibt in diesem Fall eine grundsätzliche Frage vom Schutz Meinungs- und Pressefreiheit und berechtigten Sicherheitsinteressen von Staaten. Die müssen gegeneinander abgewogen werden. Also Kriegsverbrechen sind berechtigte Sicherheitsinteressen von Staaten. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Das ist nicht die Haltung der Bundesregierung. Ich habe gesagt, was in diesem Fall abgewogen werden muss. Das haben Sie gerade gesagt.